So, hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft in der Version 1.16.3. Beim letzten Mal haben wir ja nach Babus gesucht. Ich hab einen Dschungel gefunden nach mehreren Stunden Laufens. Also es war für euch nicht so spannend. Ich habe nichts groß entdeckt, außer hier der Dschungel. Ein bisschen Wasser natürlich. Und da gehen wir jetzt mal hin und baue hier mal der ganze Bambus ab. Wie man sieht, der fällt von alleine runter. Den pflanze ich natürlich bei mir wieder an. Nehme natürlich noch ein bisschen Tropenholz mit. Ich weiß nicht, ob ich die Stelle nochmal finden kann. Habe ich Modder dabei. Modder habe ich natürlich keinen dabei. Ich habe hier noch ein paar Kürbisse gefunden, eine kleine Schatzkarte. Die war auch in so einer komischen Truhe drin. Jetzt muss ich mich gerade mal hier hochbauen hier. Dann geht es hier nämlich weiter. Und es wird auch schon wieder dunkel. Das heißt also, wir müssen jetzt langsam unser Bett hier aufstauen, wo ich da dabei habe. Legen wir uns mal gerade kurz schlafen, dass es wieder hell wird. Ja, ich habe mich kurz in den Dings-Modus getan, weil ich wissen wollte, wie viel wie heißt's? Ah, sagt mir es doch schon, wie viel Bambus ich für ein Gerüst brauche. Deshalb war ich kurz im anderen Bereich. Ist es nicht herrlich, den Sonnenschein hier? Ah, ich genieße es, wenn die Sonne aufgeht. Der Baum. Bauen wir jetzt auch den Bambus hier. Den Bambus ab, den Baum hier. Ich brauche nämlich hier die. Wie heißt die Setzlinge. Oh, ich weiß nicht, was mit heute los ist. Ich kam erst von der Arbeit, gerade eben vor ein paar Stunden. Ne? Habe jetzt noch das letzte Video gerendert, weil ich ja, weil mir das Spiel abgestürzt ist zwischendrin. Also nicht wundern, wenn ihr zwischendurch mal einen schwarzen Bildschirm habt. Ich habe das Video ein bisschen gerendert, habe viel was rausgeschnitten. Und nehmen wir ganz hier mal mit alles. Das Tropenholz, alles was wir brauchen können. Tropenholz für unsere Burg, wo ich dann bauen will. So, jetzt suchen wir natürlich nach dem Bambus die ganze Zeit und bauen und farmen hier natürlich hier alles ab. Ich hoffe, dass ich irgendwann ein Tropendings krieg. Setzling, Tropensetzling. Das wäre natürlich prima, dass wir mal Tropenholz bei uns in der Stadt anbauen können. Jetzt geht mehrere Dinger. Würde ich mich sehr, sehr darüber freuen, wenn das da so weit mal ist. Ich glaube, das kann gar nicht weg, weil das alles hier miteinander verbunden ist. Obwohl, ne? Ich hau das restliche Ding hier mal weg. Natürlich das hier erstmal weg. Obwohl, er geht langsam weg, das ist gut. Machen wir den hier noch weg. Jawohl, ein Tropenbaumsatz haben wir. Setzling haben wir jetzt schon. Meine Fresse, was ist denn heute wieder mit mir los? Dabei war der Tag heute ganz so anstrengend. So, ah, da ist wieder einer. Neuer Setzling gefunden. Das ist Kakao. Ich hoffe, ich kann den so abbauen. Ja, wollen neue Rezepte gelernt. Was man aus dem Kakaobohnen. Ah, ich kann Kekse machen. Cool. Kekse kann ich machen. Also wir sind jetzt in der Keksbranche. Wir sind ja eigentlich hier auf der Suche nach Bambus. Auf der Suche nach Bambus. Ah, sind noch mehr so Kakao-Dinger. Das wird natürlich alles mitgenommen. Das sind die ersten zwei Stöckis. Der Baum verfällt hier. Ich muss mir gerade kurz hier einen kleinen Weg hochbauen. Aber irgendwie wird es. Irgendwie gönnt mir das Spiel hier nichts. So, ich schreibe euch dann auch die Koordinaten in die Let's Play-Folge da rein, in die Videobeschreibung, dass jeder weiß, wo der ist.
der Dschungel hier, dann kann er sich hier auch ein bisschen austoben oder was bauen will. Ich bin eigentlich nur auf der Suche nach Bambus. Wir haben gerade mal 40, ich bräuchte noch mehr Bambus. Da ist noch so eine Kakaobohne. Das habe ich selbst bei mir. Boah, der ist ganz schön groß hier, der. Ich glaube, da oben habe ich einen Setzling gefunden. Zwei war er da oben. Wenn ich mich verguckt habe, wenn ich mich verguckt, dann entschuldige ich mich hier mit euch. Da habe ich auf jeden Fall was gesehen, was da eigentlich nicht hingehört. Deshalb ist mir das auch aufgefallen. Natürlich habe ich keine Schaufel dabei. Mache es halt mit dem Steg. Ich weiß, das jetzt klingt war da oben. Irgendwo habe ich einen gesehen. Nein, der Ton abfallen. Da ist auf jeden Fall noch Bambus. Und ich habe mich getäuscht, kann natürlich auch sein. Aber auf jeden Fall gehen wir jetzt da zum Bambus. Da ist auch noch ein bisschen Bambus, aber ich will hier zu dem. Nein, der Ton abfallen. Ah, cool, ich kann runter, das ist gut. Da war er. Ich hoffe, ich kann den dann auch wieder anbauen. Hier, werde ich gleich mal ausprobieren. Ah, so sieht's aus, okay. Ah, ich glaube, ich kann wieder anpflanzen. Soll ich nicht anpflanzen können? Ja, da habe ich ein Problem. Ups. Ich nehme meine die Axt hier mal wieder, dass ich mal die andere Axt wieder schone tue. Oben holzen wir natürlich auch wieder mit, dass wir ein paar sechs Setzlinge haben wir schon, das reicht mir. Bambus, wo bist du? Bambus, wo bist du? Ich brauche dich sofort. Dann heißt es einen Steinbruch machen, denn ich brauche ganz viele Steine für meine Stadtmauer und für meine Burg. Da oben ist Bambus. Da will ich auch hingehen. Und da ist ein runder Fall am besten. Kämpfe ich mich gerade mal hier durch. So. Also schreibt mir jetzt bitte in die Kommentare, was man mit Schildkröte machen kann überhaupt. Ich hab die letzte umgebracht, das hat mir gar nichts gebracht. Überhaupt nichts. Ich wollte eigentlich hier hin. Zu meinem Freund Bambus. Da liegt noch ein bisschen Bambus. Bambus. Ja, als erstes Deck habe ich voll. Und wir sind voll. Was tun wir raus? Die habe ich übrigens auch gefunden hier. Die setze ich jetzt gleich mal ein. So, jetzt habe ich wieder Platz im Inventar. Für noch mehr Bambus. Ah, hör mal, da hinten gibt es ganz viel Bambus. Oh. Oh, ich glaube, das tut. Oh, es hat ein bisschen wehgetan. Nicht viel, nur ein bisschen. So, wir gehen Richtung Bambus, Bambus, Bambus. Guten Tag. Ich habe gestern echt 2,5 Stunden nach dem Dschungel hier gesucht. Hab mehrere Boote gebaut, wo kaputt gegangen sind, dann auch noch. Ich habe das Spiel an dem gestern richtig verflucht. Ich könnte euch gar nicht vorstellen, wie arg ich das verflucht habe. Was dann da für Wörter gefallen sind auf einmal. Da waren die Arbeiter noch harmlos dagegen. So, wow. Guck mal, eine ganze Bambusfarm. Wow. Doch hammergeil, hä? Und so, da sind die Koordinaten 4059 und 65852 ist hier das Feld.
schon wieder voll. Ah, ich. Ich lasse mir die Erde da. Jetzt wird's blöd. Die zwei Brote kann ich vielleicht jetzt noch essen. Eins zumindest mal davon. So. Ehrlich gesagt, das ist mir wichtiger. Ich habe echt stundenlang gesucht danach. Ich hoffe, ich kann bei mir auch anpflanzen hier. Das werde ich dann sehen, wenn es geht. Wenn es nicht geht, da habe ich halt Pech gehabt. Bloß der Nachhauseweg, der wird dann geil. Ich weiß, ob ich euch das zeige, wie ich dann nach Hause gehe. Ah, komm, die Fackel werfe ich jetzt auch weg. Ein Stick mache ich jetzt noch voll und dann geht es wieder auf den Heimweg. Ich glaube, der Heimweg wird auch mehrere Folgen dauern. Oder wisst ihr was? Wir bleiben erstmal hier. Vielleicht entwickeln wir hier noch einen Dschungel. Einen Tempel. Aber glaube ich nicht, weil ich nicht weiß, wo einer hier ist. Ja, auf jeden Fall gehen wir jetzt wieder zurück. Wie viel Truppenholz habe ich denn? 11. 11 reicht nicht von ein bisschen mehr Truppenholz. Dann hast du mal langsam keinen Hunger. Komm, der Weizen aber genügend. Wenn er ganz kaputt geht, ist mir das jetzt egal. Ich brauche nur Holz noch. So. Ich brauche da nämlich jetzt das Bett. So. Nehmen wir das Bett gerade wieder mit. Tschüss, Dschungel. Schön, dass du da warst. Nee, das wollte ich eigentlich. Hör mal, du musst doch irgendwann den Hunger haben, das eine Brot auch zu futtern. Na komm, das eine Eis werfe ich jetzt weg. Scheiß drauf. Komm. Na, ich brauche meinen Kompass. Hier. Unten. Dass ich weiß, in welche Richtung ich gehen muss. Das wird lustig. Ich brauche eigentlich nur einen Fluss. Ich habe auch vergessen, die Koordinaten aufzuschrauben zu unserem Zuhause. Sonst hätte ich gesagt, wir teleportieren uns mal kurz. Aber das habe ich ja nicht gemacht. Weil wir nämlich jetzt schon da. Alles ist schlimm. Nein! Boah! Nein, sterben. Sterben ist jetzt blöd. Wenn wir jetzt sterben, landen wir wieder im Dschungel. Weil das will ich ja nicht. Erstmal durch. Ich hoffe, ich finde jetzt kein Dschungel. Kein Dschungeltempel. Tempel, ich weiß sonst nicht, wo ich mein ganzes Zeug hin tue soll, ehrlich gesagt. Ich bin nämlich voll. Wir müssen auf jeden Fall immer die Richtung hier. Oh, das. Ja, komm, das nehmen wir jetzt noch mit. Dann reicht's aber, Christoph, mit dem Bambus. Pandas soll es hier auch geben. Bloß Pandas finde ich hier keine. Muss ich mich erst wieder informieren. Ah, ein Papagei. Cool, guck mal, da gibt es einen Papagei. Kann ich den irgendwie anlocken mit irgendwas? Alles egal. Da ist noch ein Papagei. Komm her. Beifuß. Ja, ich bin zwar kein Hund, aber trotzdem. So, wie viel haben wir jetzt? Wie lange nehme ich schon auf? So rum. Ja, 15 Minuten, das passt. Ist gut, dass ich sie immer zwischen 20 und 25 Minuten kriegt, die Folge. Also wie schon gesagt, die letzte Folge habe ich rendern müssen. Weil ich da ein Problem hatte mit dem Spiel auf einmal. Ich habe es mit 4K probiert, also sagt mir, ob die 4K-Qualität besser ist als die Qualität, wo ich jetzt habe. Ich habe jetzt, also ich nehme jetzt die ganze Zeit Ultra HD auf, Render, also das letzte Video habe ich ja gerendert, ist bis der, da habe ich 4K gerendert. Mal schauen, wie das dann so aussieht. Genau, daran kann ich mich erinnern, an den Birkenwald.
Aber ich muss mal was essen. Ich hoffe, das Essen reicht auch, was wir dabei haben. Mal schauen, was wir alles für Abenteuer entdecken in der Zwischenzeit. Also keine Angst, den Bambus baue ich dann da an, wo jeder dran kommt. Aber ich bitte euch, den Bambus dann wieder anzupflanzen. Ich denke mal, das kriegt jeder hin. Ich tue auch ein bisschen Bambus in die ins Tauschhaus. Da könnt ihr von mir aus irgendwas anderes reintun, wenn ihr wollt. Ist aber kein Muss bei mir. Oder vielleicht fragt der andere, was ihr gerne hättet, oder schreibt es auf Schild drauf. Dass dann er weiß, ah, der braucht das, dann nehme ich das raus. Der kriegt dann dafür das hier. Alles kein Ding, wir müssen in die Richtung. Immer schön in die Richtung. Wie viel Steak habe ich denn überhaupt noch? Ja, das müsste reichen. Ich kann nichts anderes bauen mehr. Immer schön in die Richtung. So. Da war ein Wolf. Da ist noch ein Wolf. Habe ich noch. Ich habe noch Platz für Kürbisse. Kann man sich ein wunderbar schöner Kürbiskuchen bauen. Craften. Backen, so rum gesagt. So. Also, wie schon gesagt. Keine Angst, ich tue die ganze Folge hier rumrennen, ich tue mich dann auch wieder zurück. Ich gucke mir mal ein Minecraft-Video an, wo ich mal gemacht habe. Vielleicht kann man da die Koordinaten sehen. Und da teleportiere ich mich natürlich nach Hause. Sonst müsst ihr ja die ganze lange Strecke hier ansehen, außer ihr wollt es. Dass ich euch zeige, woher ich komme bin. Ich könnte natürlich auch ein Eisenbahnnetzwerk hier hinbauen. Es wird aber tagelang, Wochen, Monate dauern, bis es fertig ist. Ich glaube, das wird mein nächstes großes Projekt. Wisst ihr was? Wir bauen da so ein kleiner Bahnhof bei uns hin. Zu den Gleisen hier. Also mit Gleisen zu der Dschungelfarm hier. Ich glaube, so machen wir es. Da kann jeder hinfahren. Braucht nicht hinzulaufen. Ich habe bloß. Oh, da geht es aber steil ab. Ja, ich muss erst Gleise craften. Das heißt also, ich brauche viel Eisen. Schaff, der Eisengolm hat auch viel Eisen gemacht. Keine Angst, es könnte dann noch was anderes sein, wie ich Diamanten kriege. Da kriegt er dafür ein paar Diamanten. Der Mr. Fresh. Der hat mir auch die Axt hier gegeben, die Zauberaxt. War sie auf einmal in der Kiste drin. So, gehen wir weiter hoch. Es wird schon wieder dunkel, oder was? Ah, die Zeit, die vergeht hier. Wie nix. Steine brauchen wir dann auch. Das machen wir dann aber bei uns unten in der Hütte. Da gibt es genug Steine, wo wir abbauen können. Und dies wird dann noch brennen. Da gibt es dann Holz. Kein Holz. Sagt mir es schon. Ihr wisst, was ich meine. Ja, ich habe jetzt den Pfad verloren. Holz. Eisen hoffe ich, dass es da gibt. Steine. Ich habe echt den Vater verloren. Ich weiß nicht, was ich sagen wollte. Ja, es wird Zeit, dass ich einen Kaffee trinke oder so. Oder ein warmer Tee, dass ich meine Stimme wieder krieg. Oh, meine gerade Fläche ist gut. Hier bin ich auch dran vorbeigelaufen. Aber ich muss was essen. So viel Fisch ist schon mal leer. Ah, da haben wir noch ein bisschen gebratener Fisch. Also wenn wir unterwegs Eisen finden, nehme ich Eisen mit. Kohle brauchen wir unbedingt, aber Eisen. Jetzt müssen wir da erstmal ein Boot bauen. Das heißt also, ich brauche jetzt erstmal ein Schiff, ein Boot. Ich habe ja keins mehr, ich habe alles verloren. Das heißt jetzt, wir müssen erstmal hier
Mit dem Tropenholz auch noch. Ja, mit dem Tropenholz, mit was denn sonst? Ein kleines Boot bauen. Jetzt muss ich gerade mal gucken, wie ein Boot geht. Ich habe es nämlich vergessen. Ah, cool. Also. Ne, ich glaube, wie war das jetzt nochmal? Ah, so, okay. Also, so. So geht ein Boot, Tropenholzboot. Ah, so, gut. Dann rudern wir mal in die Richtung. Also quasi in die Richtung. Ajo, ajo, wir gehen übers Land. Wenn wir wieder eine Insel sehen, dann müssen wir mal eine Runde da noch mal pennen, sonst kommt der Abtraum und das ist scheiße, da können wir uns nämlich nicht verteidigen. Können wir gerade den ganzen Weg noch von vorne machen? Irgendwie. Ich hoffe, das Boot geht jetzt nicht unter, weil es hier irgendwie undicht ist. Ein Vorteil jetzt, wir kriegen keinen Hunger. So. Ich glaube, da war eben Unterwassertempel oder sowas. Nein, ich steige jetzt nicht aus, wir rudern jetzt Richtung Heimat wieder. So, mit diesem Bild möchte ich mich ganz, ganz herzlich bei euch verabschieden. Schön, dass ihr dabei gewesen seid hier in der Folge. Wie schon gesagt, wir haben jetzt Dschungel gefunden. Ich habe ein bisschen Bambus geholt. Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, lasst ein Like, ein Abo da. Guckt auch bei der Nati-LP vorbei. Die fährt ETS 2 mit den Bobots. Ich spiele auch noch LS19 auf PC. Ja. Bei ihr bitte auch rein, den Link habe ich verlinkt. Ciao, euer Christoph D86. Tschüss.